Aber ich habe ein Werk in der Hand bekommen, die fünf Bücher Mose von McIntosh. Und als ich seinen Kommentar gelesen habe, war ich so ergriffen. Und am besten wollte ich euch das alles lesen, aber ich habe festgestellt, das kann ich nicht. Das ist wie wenn ich Davids Waffenrüstung anziehen würde und versuche, das rüberzubringen. Deswegen kann ich das nicht. Aber der Heilige Geist kann es. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Auf jeden Fall. Achso, ich habe festgestellt, was wir Mittwoch hatten. Und ich weiß, ihr habt auch Mittwoch angehört, die Anwesende. Wir haben die Oberfläche gekratzt. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Das Schöne ist mit Gottes Wort, ist es wirklich schichtenmäßig. Das sind Schichten. Und je mehr man Gottes Wort liest und Jesus kennt und Gott versteht oder fängt an, ein bisschen zu verstehen, da gibt es tiefere Ebenen so oft in sein Wort zu verstehen. Und er führt uns da, wenn wir Zeit nehmen und wenn wir Hunger haben. Und vor Jahren, wir kennen die Bibelstelle in 1. Korinther oder 2. Korinther, 1. Korinther, so 3 oder 4, 2, wo Paulus schreibt, ich predige nichts aus den Gekreuzigten. Das ist so viel, like 20 Jahre her, habe ich gedacht, wie kann man nur den Gekreuzigten predigen? Nur. Ist ein gutes Thema, aber nur. Und je länger ich mit Jesus lebe, je mehr ich Gottes Wort kenne, auch die letzten Jahre habe ich festgestellt, das ist alles Christus. Es ist alles das Kreuz, alles, was Jesus am Kreuz getan hat, alles, vom Anfang die Bibel bis zum Ende, ist Jesus das Kreuz, im Alten Testament, Neuen Testament. Und Paulus hat das erkannt, er hatte diese Offenbarung. Als ich, bevor ich nach Berlin kam, ich habe eine Frau angerufen, die ich kannte ihre Mutter. Und ich wollte ein bisschen Rat haben über Berlin. Und sie hat mir gesagt, sie war Christ, aber nicht so wirklich mit Jesus. Sie hat erzählt, sie ist, ich weiß nicht, wie es ging, aber in diesem Gespräch, sie war eine junge Frau, Musikerin, ganz tolle, hatte alles, meinte Christus sein, hoffe ich, dass sie ist. Aber sie hat eine Aussage in unserem Gespräch gemacht. Sie sagte, ja, ich weiß alles über dem Kreuz, das ist genug. Man muss über andere Dinge predigen und lehren. Und ich dachte, Mädchen, du hast keine Ahnung. Wir schauen das Kreuz an. Wir schauen Jesus an. Wenn wir vom Kreuz reden, wir reden von Jesus. Das ist klar. Sein Werk am Kreuz. Das dritte Buch Mose. Kapitel 1. Vers 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergaben von Vieh darbringen, und zwar von Rind und vom Kleinvieh. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und er soll seine Hände auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Denn soll er das junge Rind vor dem Herrn schlachten, die Söhne Aarons, aber die Priester, sollten das Blut darbringen und es ringsum um den Altar springen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Bis dazu erst soweit. Ist die Tür noch auf? Und die Blätter weg, sonst hören die schlecht. Von dem Laptop ist es auf dem. Danke, ihr dürft wieder sitzen. Viele Leute und ich jahrelang. Ich lese die Alte Testament. Viele Leute lesen die Alte Testament und meinen, naja, das ist schon interessant, aber das hat nichts mit uns zu tun, besonders die Tieropfer. Da habe ich jahrelang
gelesen, dann übersprungen, überflogen, bis vor die letzten Jahre, bis jetzt, richtig zuerst neu entdeckt. Gott hat gesagt, alles, was in der Bibel geschrieben steht, ist für uns heute. Auch Alte Testament. Die Leute machen diese ganze Fehler zu sagen, das Alte Testament ist alt, das ist nicht für uns heute, aber ist nicht so. Die Bibel ist ein Buch. Du kannst nicht das Alte ohne die Neue haben. Du kannst das Neue nicht verstehen. Und in Römer 15 bis 4 bleibt bei 1. Wir kommen zurück, wir bleiben hauptsächlich in Hebräer und in 1. Mose. 2. Mose Kapitel. Dies Leviticus. Römer 15, Vers 4. Hab mein englische Bibel hier, hab's aufgeschlagen. Ja, dann habt ihr Zeit, das zu finden. Römer 15, Vers 4. Hier ist eine Stelle, wo das steht. Römer ist nach Apostelgeschichte. Johannes, Apostelgeschichte, Römer. 187. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, würde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das heißt, alles, was vorher geschrieben ist in Gottes Wort, ist für uns heute. Nichts im Alten Testament ist unbedeutend für uns. Und vor allem die Stiftshütte, der Tempel, die 10 Gebote, der alte Bund, Mose, 1. 5 Bücher Mose und die Tieropfer, die sind so bedeutungsvoll für uns heute, weil alles ist Christus. Es gibt hier 5 Tieropfer, haben wir am Mittwoch auch gesagt, und jeder hat eine Bedeutung. Das ist, wenn du einen Diamant hast, du kannst einen Diamanten von einer Richtung betrachten, aber du drehst es und dann sind andere Facetten, die beleuchtet sind. Und das ist, was die Tieropfer sind. Die sind Beleuchtungen von verschiedenen Perspektiven von Christus, das Lamm, das Opferlamm. Und was er eigentlich am Kreuz getan hat. Und ein Opfer war nicht genug, ihn darzustellen. Gott hat 5 genommen. Es gibt auch ein paar andere Dinge, aber hauptsächlich 5. Und diese Opfer würden, ich habe mich geirrt Mittwoch, ich habe was falsch gesagt. Ich korrigiere das jetzt. Am Berg Sinai, Gott hat die 10 Gebote gegeben, er hat die ganze Muster für die Stiftshütte gegeben, wie der Dienst, die Dienste sein sollte, und er hat nur in Kurzform die Tieropfer dargelegt. Aber nachdem die Stiftshütte gebaut war, nachdem die Stiftshütte eingeweiht war, dass die Helligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes wie eine Wolke reingezogen ist unter das Volk, dann haben wir gelesen, Vers 1, der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte. Gott hat gewartet, bis alles fertig war, aber ohne das Blut, ohne die Tieropfer war es nur unvollkommen. Und Gott hat dann zu Mose aus der Stiftshütte, aus seinem Heiligtum, er war die Allerheiligste, wissen wir, sein Gegenwart wohnte da unter das Volk. Dann hat er gesagt an Mose, hier sind die Opfer. Hier ist, wie ihr Gemeinschaft mit mir haben wollt. Es geht alles um Beziehung, es geht alles um Gemeinschaft. Gott will Beziehung mit uns haben. Und er hat ihm dann diese Opfer richtig genau beschrieben, wenn man die ersten 7 Bücher hier in Kapitel liest. Gott, manches wiederhole ich, weil ich weiß, dass unsere hier wissen, aber vielleicht nicht alle, die da danach hören werden. Wir wissen, dass dieses Allerheiligtum, das ist, wo Gott wohnte, der Gnadenthron auf sein Gnadenthron, und
Einmal im Jahr ist der Priester reingegangen mit Blut, um Versöhnung zu machen. Und mir ist was aufgefallen, als ich das alles gelesen habe. Nur der Hohepriester war drin, durfte reinkommen und raus. Aber nur Gott hat das Blut gesehen, danach, nachdem der Priester weg war. Nur Gott hat das Blut von das Opfer gesehen auf dem Gnadenthron. Und heute, wir wissen, dass als Jesus von dem Tod auferstanden ist, er ist in den himmlischen Heiligtum gegangen. Himmlische Stiftshütte, himmlische Tempel, himmlische Bundeslade. Und hat sein Blut auf die Bundeslade im Himmel, den Gnadenthron im Himmel gelegt. Wir sehen das Blut heute nicht. Genauso wie damals das Volk Mose. Mose hat das Blut nicht sehen können. Er war nicht der Hohepriester. Mose hat nie dieses Blut des Lammes gesehen, die die Sünde bedeckt hat, die das möglich gemacht hat, dass sie mit Gott leben könnten. Er müsste nur vertrauen. Gott hat gesagt, der Hohepriester bringt das Blut und es reicht, wenn das Opfer angenommen ist. Es reicht. Er musste nur im Glauben vertrauen. Das Volk auch. Und wir auch. Wir sehen das Blut nicht in die himmlische Heiligtum. Aber es ist da. Und was wichtig ist, ist, dass Gott das Blut sieht. Dass Gott das Blut sieht. Als er durch Ägypten, als der Todesengel durch Ägypten gezogen ist, er hat, wir wissen, den Passafest fing da an, er hat das Volk gesagt, Blut auf die Torpfosten, wenn ich das Blut sehe, gehe ich an euch vorüber. Es geht um das Blut. Nur Gott muss das Blut sehen. Hier ist diese Perspektive heute von der Brandopfer, habe ich eigentlich nie so erkannt. Diese Brandopfer, es geht um, was Gott sieht, was Gott möchte. Und auch dieses Blut, die im Himmel für uns von Jesus sitzt, Gott muss es nur sehen. Halleluja. Amen. Und er sieht's. Und er schaut auf dieses Blut, wenn Jesus Fürbitte für uns macht. Okay, so, er hat gesagt, Vers 2, rede zu den Kindern Israels und sprichst zu ihnen, wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Manche Opfer, werden wir sehen, nach und nach, waren Pflicht. Sündopfer und Schuldopfer, die waren Pflicht. Die mussten die bringen, wenn sie überhaupt weiter mit dem Volk leben konnten oder überhaupt mit Gott in Verbindung sein wollten. Aber ich behandle die ein anderes Mal. Aber diese Opfer war freiwillig, so wie auch die Friedensopfer und die Speiseopfer, die waren freiwillige Opfer. Das haben wir auch schon gesagt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil diese freiwillige Opfer stellt Jesus dar. Das wissen wir. Wir wissen, dass der Altar, das Kreuz darstellt, immer im Alten Testament, und dass das Opfer Jesus darstellt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass es ein freiwilliger Opfer gewesen ist. Schauen wir Hebräer 9 an jetzt. Jesus hat sich freiwillig als Opfer zu Gott gebracht. Und das ist, was ihn so kostbar macht. Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9. Oh Herr, hilf, dass ich das rüberbringen kann, wie ich das gesehen habe. Hebräer Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt, im Vergleich mit Blut von Tieren. Wir haben das Mittwoch kurz angeschaut. Dieser Opfer Jesus, er hat sich zu Gott präsentiert, nicht der Teufel, nicht irgendjemand anderes. Jesus hat sich Gott geopfert. Und diese Brandopfer ist ein Opfer ausschließlich für Gott, werden wir noch betrachten. Wir denken,
ja, das Opfer und die ganze Opfer, die sind für uns. Jein. Jein. Diese Brandopfer war für Gott. Gott hat gesagt, gib mir ein Brandopfer freiwillig. Ganz. Wie wir wissen, manche Opfer, die würden geteilt und die Priester haben manche gegessen. Das ist dann ein anderes Thema für ein anderes Opfer. Aber dieser Opfer würde ganz Gott geweiht, ganz Gott gegeben, völlig, von Haut bis zu alles, Gott geweiht. Jesus war das Opfer, das Gott gefallen hat. Wir lesen, wir haben gelesen auch hier, dass er selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Das wissen wir alle. Ich denke alle hier auch. Wir wissen, das Opferlamm musste ohne Fehl sein, ohne Fehler sein. Nichts Krankes, nichts Kaputtes, so vollkommen wie es geht, musste dieses Opfer sein. Das wissen wir. Und dass es Jesus darstellt, weil er sündlos war, konnte er das Lamm Gottes sein, weil er nie gesündigt hat, auch nicht in Gedanken. Das wissen wir. Aber lass uns einen Schicht tiefer schauen. Diese Tatsache, dass das Opfer makellos sein musste, war die Voraussetzung, dass Gott sagt, ich nehme diese Opfer an. Wenn ein Tier gebracht worden ist, es wurde schon von den Priestern abgewiesen, ging gar nicht so weit, dass es auf den Altar Gottes kam, wo Gott sagen würde, nee, ist hat Fehler, ist krank, ist blind. Die Priester haben das aussortiert. Aber Gott hat aussortiert. Er hat gesagt, ich will nur ein Opfer haben und das ist mein Sohn. Nur er ist heilig genug. Nur er ist rein genug. Nur er hat keinen Fehler aus Mensch. Gott, Mensch. Er war Gott, er war Mensch. Aber er ist der Einzige, der ohne Sünde gelebt hat, wie wir hören. Aber dieser Gedanke, Gott hat bestimmt. Das war nicht die Priester, ja, ein makelloses Tier. Gott hat gesagt, das Opfer, das ich annehmen werde, muss makellos sein, ohne Fehler sein. Ich nehme kein anderes Opfer an. Und wir wissen, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, bevor Anfang der Welt. Wir lesen jetzt hier in Hebräer Kapitel 10. Okay, bevor wir lesen, schau nochmal auf mich. Jesus war ein makelloses Opfer, indem dass er nicht gesündigt hat, aber es geht tiefer. Er war vollkommen, indem dass er nur die Wille Gottes tun wollte. Dass er sein Herz gehörte Gott ganz. Nicht nur äußerlich, er hat nicht gelogen, er hat keine sexuelle Sünde getan oder gedacht oder gesagt oder gemacht. Äußerlich war er rein und heilig, innerlich war er rein und heilig, aber die tiefere Schicht ist, er wollte Gott gefallen. Er liebte Gott über alles, sein Vater. Und das ist, was ihn auch als wohlgefälliges Opfer Gott gemacht hat. Seine Liebe zum Vater, seine Gehorsam zum Vater, sein Wunsch, ich will mein Vater gefallen, mehr als irgendjemand anderes. Und wir lesen ein Stück davon in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 9. Es ist auch zum Teil, fangen wir früher an. Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Bocken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt Jesus. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mich bereitet. Am Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, ist wieder in Psalm 40, eine Prophezeiung von Jesus. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen. Da
ja nach dem Gesetz dargebracht worden werden. Vers 9. Dann fährt er fort, siehe, ist wiederum Jesus, siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Gott hat sein Wort gesagt, hier sind die Opfer, bringt die Opfer. Brandopfer ist, was wir betrachten. Aber hier lesen wir, im Alten Testament, im Alten Bund, er sagte, diese Brandopfer gefällt mir nicht. Ich habe kein Wohlgefallen. Warum? Weil es ein Tier war. Das beste Tier. Das Beste, was sie bringen konnten, war nicht ausreichend, die Sünde zu reinigen und zu heiligen, die Menschen zu heiligen. Es war eine vorübergehende Lösung, die Opfer. Das war die Zeit zu überbrücken, bis das Opferlamm kommen würde, bis Jesus, der vollkommene Opfer, kommen würde, bis die Zeit Gottes kam, dass er sich opferte. Aber Gott sagte, ich will diese Brandopfer eigentlich nicht, die gefallen mir nicht, das ist nicht ausreichend. Jesus wusste das. Jesus ist das Lamm Gottes, der von Anfang der Welt geschlachtet war, wir lesen in der Bibel. Er war immer entschieden, das Opfer zu sein, weil er das einzige Opfer ist, das Gott annehmen kann und könnte. Und diese Aussage von Jesus im Psalm 40 zitiert, ist sehr, 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 sehr wichtig. Es steht zweimal in dieser Passage, Vers 7, da sprach ich, also Vers 6, an Brandopfern und Sündenopfern hast du kein Wohlgefallen. Das spricht Jesus klar aus. Brandopfer, die gefallen dir nicht, obwohl wir hier gelesen haben, dass die Brandopfer ein Wohlgeruch für Gott war. An Brandopfer und Sündenopfer hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht es von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Dann sagt er wieder, du möchtest kein Brandopfer haben, du möchtest kein Tieropfer haben. Vers 9. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Aufgrund dieses Willens, Vers 10, sind wir geheiligt durch die Opferung seines Leibes, Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Jesus hat von Anfang an gesagt, das wissen wir, ich bin gekommen zu sterben. Von Anfang an. Aber bevor er auf diese Erde kam als Mensch, hat er schon gesagt, ich will dein Wille tun. Oh Gott, und ich weiß, dein Wille ist, ich bin das einzige Opfer, das du annehmen kannst. Ich als Mensch, wenn ich auf die Erde komme, als zweit und letzter Adam. Ich bin der Einzige, der diese Opfer sein kann, das Gott annehmen würde. Wenn man überlegt, wir haben heute mal gesagt, denk an die Hunderte von Tieren, die über die Jahre geopfert waren für die Sünde die Israel. Immer wieder, und wir lesen in Hebräer, die mussten immer wieder geopfert werden, weil die nicht ausreichend waren. Die waren nur ein Pflaster sozusagen, aber die haben die Sünde nicht weggemacht. Und deswegen musste Jesus kommen. Aber Jesus wollte nur die Wille des Vaters tun. Und das ist so, so wichtig. Und als ich das lese, habe ich auch gedacht, wie bin ich? Wie ist mein Herz? Möchte ich nur die Wille des Vaters tun? Nein, nicht immer. Aber ich will dahin kommen. Wir wollen dahin kommen. Wir lesen in Johannes, er hat die Jünger gesagt, er war auf dem Weg zu Kreuz und er hat gesagt, ich werde den Kelch trinken, die der Vater mir gibt. Wir wissen, das war das Kreuz. Ich werde diese Kelch trinken. Und als Simon ihn, oder Petrus ihn gesagt hat, nein, 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 er hat gesagt, geh hinter mir, Satan, du hast kein Interesse an die Dinge Gottes, an Gottes Sachen. Ich werde dieses Kelch trinken. Warum? Weil es der Wille des Vaters ist. Wir wissen, das war Jesus' Ziel von Anfang an. Er wusste das Kreuz.
weil es der Wille des Vaters war, weil er Gott gefallen wollte. Was hat Jesus immer wieder gesagt in Johannes? Ich sage nur das, was der Vater mir sagt. Ich tue nur das, was ich sehe, dass der Vater tut. Sein ganzes Leben war ausgerichtet, Gottes Wille zu tun, Gott zu gefallen. Und deswegen könnte er diese Opfer sein, die Gott gefällte, nur er. Psalm 69, 10 ist ein Ausdruck und es wird zitiert in Johannes 2. Ach, lass uns das lesen. Johannes 2, 17. Wisst ihr, wir sehen ein Schicht tiefer in Jesus. Wir wissen, er hat nie gesündigt. Aber warum hat er nie gesündigt? Weil er Gott war? Nein. Er hätte sündigen können. Weil sein Herz darauf gerichtet war, Gott zu gefallen, Gottes Wille zu tun. Johannes, wir kommen zurück zu die 3. Mose in Hebräer, so bitte halt Finger da. Johannes 2, 17. Das ist, als Jesus der Tempel gereinigt hat. Johannes 2, 17. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus, als er im Tempel kam, das war eigentlich kurz bevor sein Kreuz, er hat gesehen, die haben, diese Tempel hat er gesagt, zur Räuberhöhle gemacht. Die haben Tiere verkauft, aber mit Gewinn, mit Gewinn. Das war nicht einfach, dass die Leute ein Opfer bringen konnten. Die waren links und die waren nicht ehrlich. Und er hat gesehen, es ging jetzt nicht mehr um ein Opfer zu Gott, um zum Gott zu bringen, sondern diese Gewinn und Kommerz und Jesus, etwas in ihm ist hochgestiegen, ein heiliger Zorn. Ein Zorn, weil er Eifer hatte für sein Vaters Haus. Mit 7 war er da in sein Vaters Haus, wo es noch nicht so verkommen war. Und jetzt mit 33 ist er da in sein Vaters Haus und sieht, was die Menschen daraus gemacht haben. Dass das Opfer gar nicht mehr im Mittelpunkt stand, sondern Kommerz und Religion. Und es hat ihn zerrissen, es hat ihn zornig gemacht und er hat die alle ausgetrieben, das wissen wir. Alles raus. Nicht aus Wut, menschlicher Wut, heilige Zorn. Es gibt ein heiliger Zorn gegen die Sünde. Vers 17. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wenn wir dieses Bild vorstellen, sein Eifer um sein Vaters Haus, Gottes Haus, hat ihn verzehrt. Wie viel Eifer haben wir, dass Gottes Haus gebürtig ist? Dass ein Haus des Gebetes ist, das heilig ist, ein Ort, wo Ehrfurcht da ist. Aber wir sehen das Herz Jesus. Er hat so ein Eifer, es ist sein Vaters Haus, er hat gehandelt, er hat es wiederhergestellt, er hat es gereinigt. Und da sehen wir wieder sein Herz, warum Jesus, nur Jesus, das Opfer sein könnte, Brandopfer sein könnte, das Gott wohlgefällig war. Sein Herz voller Eifer für Gott, für Heiligkeit, für Reinheit. Und je mehr wir mit Jesus verbunden sind, je mehr wir in ihm sind, je mehr wirkt er diese Eigenschaften in uns. Je mehr er unser Leben ist. Es ist natürlich ein Prozess, Heilungsprozess. Ich lese ein Zitat aus diesem Buch von McIntosh. Christus, der sich selbst als Opfer darbringt. Im Brandopfer war Christus ausschließlich für das Auge und Herz Gottes bestimmt. Das ist wichtig, dass in diese bestimmte Opfer war nur für Gott. Die Priester haben nichts davon gegessen. Es war nur ein Opfer für Gott, ganz. Und
diese Tatsache, dass Jesus wirklich immer Gottes Wille getan hat, ohne zu zögern, ohne zu überlegen, was kostet mich? Was sind die Auswirkungen für mich? Er hat nie überlegt, er hat nur gesagt, Herr, deinen Wille tue ich gerne. Ich liebe es, deine Wille zu tun. Johannes 14, Vers 30. Johannes 14, Vers 30 und 31. Johannes 14, 30 und 31. Halleluja. Es ist wieder kurz bevor Jesus zum Kreuz geht und er redet, es bezieht sich auf seine Kreuzigung. Johannes 14, 30. Johannes Kapitel 14, Vers 30 und 31. Jetzt wissen wir, haben sie gesagt, die Jünger, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Das ist nicht richtig. Ich lese aus dem falschen Kapitel. Probieren wir nochmal, Vers 30, Kapitel 14. Jesus sagt, ich werde nicht mehr mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir den Vater geboten hat, steh auf und lass uns von hier fortgehen. Er sagte, ich möchte, dass die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Ja, Jesus liebt die Menschen. Aber vor allem, er sagte, die ganze Welt soll wissen, dass ich der Vater liebe. Wir sehen diesen tieferen Einblick in das Herz Jesus. Nicht nur, dass er nicht gesündigt hat, sondern sein Herz gehört Gott, seine Liebe gehört Gott. Gott war die erste Stelle. Wie hat er die Welt gezeigt, dass er den Vater liebt? Indem, dass er Menschen geheilt hat? Indem, dass er ein vollkommenes Leben geführt hat? Er sagt hier, es bezieht sich auf dem Kreuz. Ich zeige die Welt, dass ich der Vater liebe, weil ich aus Opfer, freiwilliges Opfer, zum Kreuz gehe. Und das ist wirklich ausschlaggebend, ein Grund. Dieser Brandopfer ist ein freiwilliges Opfer. Gott hat Jesus nicht angekettet und zum Kreuz hingezerrt. Jesus ist freiwillig gegangen. Wir haben gelesen in Hebräer, du willst kein Brandopfer von Tieren mehr haben. Ich tue deinen Wille gerne. Ich gebe mich hin. Freiwillig. Wenn Jesus nicht freiwillig zum Kreuz gegangen wäre, als Opfer für Gott, wäre er nicht annehmbar gewesen. Dann wäre es nur Pflicht. Gott möchte nicht, dass wir ihm dienen aus Pflicht. Gott möchte nicht, dass wir beten, dass wir sein Wort lesen, dass wir mindestens so gut wie wir können für Jesus leben und nachfolgen aus Pflicht. Er möchte, dass unser Herz ihm gehört. Und Jesus sagte, die Welt wird wissen, dass ich meinen Vater liebe, indem dass ich zum Kreuz gehe. Wir wissen, dass es nicht einfach war für Jesus. Wenn wir im Garten, dieses Gebet im Garten lesen, Garten Gethsemane, wir haben das auch schon ausführlich behandelt in manchen Predigten, wo Jesus sagte, Herr, gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es eine andere Möglichkeit? Ist es irgendwie möglich? Und da war kein anderer, aus diesem Kelch zu trinken. Und das ging in diese Ringen mit Jesus, es ging um Sündopfer zu sein. Ein Opfer für die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Und das war ein Ringen, aber auch da hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille, dein Wille. Ich will dein Wille tun, egal wie schwer, egal wie es trotzdem, ich gebe mich hin als Opfer für dich. Aber diese Brandopfer ging nicht vorrangig um die Sünde. Und Jesus hat gesagt, ich werde diese Kerze trinken. Ich opfere mich zum Vater, dass die Welt weiß, ich liebe der Vater. Viele Jahre in meinem Leben
habe ich gedacht, und höre ganz genau zu, nicht, dass jemand was missversteht. Viele ja, nee, ich warte, ich möchte nicht, noch nicht. Johannes 17, Vers 4. Entschuldige. Johannes 17, Vers 4. Johannes 17, Vers 4. Es geht wieder darum, dass Jesus seine Liebe zu Gott zeigt, indem dass er zum Kreuz ging. Ich habe dich verherrlicht, er betet sein Gebet, bevor er zum Kreuz. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesus hat nicht nur gelebt, um die Wille des Vaters zu tun, er hat gelebt, um der Vater zu verherrlichen. Das war sein ganzes Ziel. Ich will Gott, mein Vater, verherrlichen. Ich will ihn Ehre geben. In alles, was ich bin, alles, was ich denke, alles, was ich tue, alles, was ich lasse, ich lebe, um Gott zu verherrlichen. Und am Ende seines Lebens, kurz bevor das Kreuz, er hat gesagt, ich habe dich verherrlicht. Und auch sein sich präsentieren als Brandopfer, als Opfer zu Gott, war eine hohe Ebene, Gott zu verherrlichen. Freiwillig sich hinzugeben, als Sohn Gottes, aus der letzte Atem, und zu sagen, ich gebe mich dir hin als Opfer, ich sterbe, ich gebe dir alles. Das hat Gott Ehre gebracht. Das hat Gott Ehre gebracht. Und der Teufel dachte, dass er gewonnen hat, aber dann ist Jesus auferstanden von dem Tod, hat ihn am Kreuz besiegt, die Sünde besiegt, und das hat Gott Ehre gegeben. Jesus' Sieg am Kreuz hat Gott so viel Ehre gegeben in die Ewigkeit. Er hat Gott verherrlicht, hat er gesagt. Johannes 3. Wir haben in unserem Anfang in Hebräer 9 gelesen, wir lesen immer wieder von in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Wir sind geheiligt in Christus. Wir sind gerechtfertigt in Christus. Und das war ein interessanter Gedanke in dieses Buch. Es gibt nicht Grade der Rechtfertigung. Es gibt nicht Stufen von Rechtfertigung vor Gott. Ein Mensch, neugeborener Christ, ist genauso gerecht vor Gott in Christus, als jemand, der 40 Jahre Christ ist. Wie man das auslebt, ist unterschiedlich, durch Erfahrung, durch Erkenntnis und durch den Heiligungsprozess. Aber diese Gerechtigkeit, die wir in Jesus durch sein Blut haben, ist ganz und komplett, sobald man wiedergeboren ist. Und auch die Heiligkeit. Und dann natürlich ist der Prozess. Aber man darf nicht denken, nur weil jemand neugeboren ist, dann sind sie nicht so angenommen bei Gott, so gerechtfertigt, so in seine Gerechtigkeit. Weil in Christus, wir haben das. Und das ist alles in ihm, das ist, was er macht. Aber wir lesen hier in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, nicht in Christus ist, nicht diese Opfer Christus für sich persönlich genommen haben, der Zorn Gottes bleibt auf diese Person, ist schon da und bleibt. Die können versuchen, so gute Werke zu tun, wie sie wollen, so viel zu spinnen, so viel Gutes zu tun. Wenn sie nicht zu Gott kommen, durch das Blut Jesus, durch auch ihn als Brandopfer kommen, der Zorn Gottes bleibt. Und der Zorn Gottes würde übrigens in dieser Opfer gezeigt von die Sündopfer. Da ist sein Zorn auf das Opfer auf Jesus ausgegossen. Wir gehen zurück zu 3. Mose. 3. Mose, Kapitel 1. Vers 3, wir haben gelesen, es ist seine Opfergabe
ein Brandopfer vom Rind, so soll es ein makelloses männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, der Opfernde, der Mensch, der Opfer bringt, damit es ihm wohlgefällig mache vor dem Herrn. Wenn wir Jesus als Brandopfer für uns nehmen, wir sind vor dem Herrn wohlgefällig aufgrund, dass Jesus von Gott angenommen ist. Und nur deswegen. Vers 4. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sünden zu erwirken. Wir haben Mittwoch gesagt, dass das eigentlich ein Anzeichen war, man identifiziert sich mit diesem Opfer. Das ist ein Einswerden. Die Opfer waren stellvertretende Opfer. Dieses Tier, in diesem Fall, was wir gelesen, ist an meiner Stelle gestorben. Dieses Tier, die ich aus Israeliten bringe, ich lege meine Hände drauf, um zu sagen, wir tauschen die Plätze jetzt. Dieses Tier stirbt an meiner Stelle. Wir sollten sterben. Nur es gab nur ein Opfer, die wohlgefällig war vor Gott. Und das ist Jesus. Hier bildlich dargestellt mit Brandopfer. Versteht ihr? Der ganze Punkt ist, Jesus als Opfer war Gott annehmbar und wohlgefällig. Und nur Jesus. Und das ist dieses Brandopfer. Und weil Gott Jesus angenommen hat als Brandopfer, wissen wir, er nimmt uns ein. Wir wissen, dass unsere Stellung, unsere Beziehung mit Gott ist nur, weil Jesus ein wohlgefälliges Opfer für Gott war und zu Gott war. Und hier steht auch für Sündung erwirken. Da war eine Sündung, die da war, aber es war viel mehr der Gedanke in diesem Opfer, entspricht dem Maß der Willigkeit und Fähigkeit Christi, den Willen Gottes zu erfüllen, sowie den Maß des Wohlgefallens Gottes an Christus und die Frucht der Hingabe Christi an Gott von McIntosh. Es zeigt vielmehr, Jesus hat Gottes Wille getan. Ich habe überlegt, wieso auf den Kopf, das ist nur mein Gedanke, wenn jemand besser weiß, bitte sagt mir. Ich habe das nicht gefunden in einem Kommentar, vielleicht steht es irgendwo in einem, die ich nicht gelesen habe. Ich habe gedacht, wieso Kopf? Ich habe immer vorgestellt, das Tier liegt da, Mann, auf den Rücken, ne? Liegt die Hände auf den Rücken. Aber was ist das allerwichtigste Teil von einem Menschen? Kopf. Das sind die Augen, das sieht man die Seele, das sieht man die Persönlichkeit. Und ich denke auch ein Tier, wenn man einen lieben Hund ansieht, man bewundert das schöne Fell, aber die Augen. Weil das Leben, die Persönlichkeit des Tieres sind in die Augen. Und die Augen sind im Kopf. So vielleicht ist das diese Identifikation, dieses Tier. Ich schaue dir in die Augen, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Du nimmst meinen Platz ein. Ich bin eins mit dir geworden. Und wenn wir Jesus annehmen, was er am Kreuz getan hat, wir sind eins mit ihm. Was lesen wir in der Bibel? Wir sind mit ihm gekreuzigt. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm auferstanden. Es gibt ein ganzes Studium über in Christus, in Christus, in Christus. Sie legen den Hand auf den Kopf und dann, die sollen den Rind schlachten. Die Söhne Aarons, die Priester, das war auch interessant. In die anderen Opfer, die Söhne Aarons sind nicht so klar in den Mittelpunkt gestellt als hier mit dem Brandopfer. Die sollten das Blut besprengen, sie sollten alles zerstückeln, sie sollten das Haut abziehen. Ganz genau erzählt, was sie tun sollten. Und der McIntosh meint, das ist ein Bild in diese Opfer für die Gemeinde aus heiliger Priesterschaft. Es ging nicht um Sünden, dass diese Opfer vorrangig die Sünden getragen hat, sondern Gott ein Wohlgeruch war.
Gott ein Wohlgeruch war. Und die Priester, die Söhne Aarons, der Hohepriester, seine Söhne, die dürfen Gemeinschaft haben. Die dürfen sehen, wie diese Opfer ganz verbrannt wurde. Die dürfen einfach so bildlich diese Gemeinschaft haben mit Christus als der vollgefallene Opfer Gottes. Und nicht nur als Opferlamm für unsere Sünde. Und es war auch interessant, wir haben das Mittwoch ein bisschen gelesen, aber der hat ein bisschen erleuchtet, auch andere Kommentare, die ich gelesen habe. Okay, so, Vers 6. Wo war das Hautabziehen? Habe ich das übersprungen? Vers 6. Und er aber soll den Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf dem Altar machen und Holz aufschichten über dem Feuer. Auf das Holz aber über dem Feuer, das auf dem Altar ist, sollen die Priester, die Söhne Aarons, die Fleischstücke legen, dazu den Kopf und das Fett. Und seine Eingeweide aber und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar im Rauch aufgehen lassen, als ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Diese Brandopfer, das Ganze zähle ich wiederhole, war um ein lieblicher Geruch für den Herrn zu sein. Sündeopfer war für die Sünde. Natürlich ist alles, du kannst es nicht ganz auseinanderpflücken, aber hier hauptsächlich, wir lesen, es soll ganz verbrannt sein aus lieblicher Geruch zu dem Herrn. Warum das Hautabziehen? Der McIntosh hat einen interessanten Gedanke. Das Tier, das Opfer, soll ohne Makel sein, ohne Fehler sein. Du kannst äußerlich sehen, aber was ist drin? Das Haut war einfach, die haben die äußere Hülle abgezogen und geschaut nach innen. Jetzt sind die Zähne, sind die Organe, sind sie auch ohne Fehler. Und Jesus war nicht nur äußerlich heilig und rein, nicht nur äußerlich, dass er der Wille des Vaters tun wollte, sondern innerlich, er war verzehrt von Eifer für seinen Vater. Er liebte den Vater. Er hat sich freiwillig hingegeben. Und dieser stellt da auch äußerlich, auch innerlich, diese Opfer war Gott wohlgefällig. Es steht im Psalm, Gott möchte Wahrheit in die Innere unseres Herzens haben. Man kann äußerlich scheinen wohlgefällig zu sein. Psalm 51, 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Oder auf Englisch, bewahre mich von versteckter Sünde. Gott möchte Wahrheit im Innersten. Und wenn du diese Tieropfer, wenn du Jesus auseinander nimmst, du findest nichts, was nicht rein ist, was nicht heilig ist, was nicht richtig ist. Und die haben es zerlegt. Die Nieren, übrigens für die Gedanken, das fiel mir auf, das ist nicht in sein Ding. Die Nieren haben die hebräische Gedanken, die waren der Sitz von Gefühle und Leidenschaften. Die haben immer gesagt, das sind die Nieren. Und diese Nieren würden auch da hingelegt. Die Organe waren getrennt. Die lagen da. So. Ich habe überlegt, wieso gibt Gott Details? Er hätte einfach sagen können, wir legen den Opfer auf den Altar, brennen es. Aber er hat genaue Details gegeben. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass Gott einzelne Details gibt. Wir verstehen die nicht alle. Aber er hat einen Grund. Und hier, das ist mir aufgegangen vor ein paar Tagen, als ich das gelesen habe, hier diese Bibelstelle. Vers 7. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf dem Altar machen und Holz aufschichten über das Feuer. Altar, Holz, ist klar. Auf das Holz aber, über dem Feuer, das auf dem Altar ist, sollen die Priester, die Söhne Aarons, die Fleischstücke legen, dazu den Kopf und Fett und die Eingeweide. Ich dachte, wieso schreibt er über das Holz? Ich habe zuerst gedacht, Holz und Feuer und dann noch ein Schicht Holz, damit es brennt. Aber dann plötzlich wurde es mir so klar.
Jesus ist an ein holzernes Kreuz gestorben. Der Altar ist das Kreuz. Und vielleicht deswegen hat Gott ausdrücklich gesagt, Holz. Leg diese Opfer auf dem Holz. Diese Opfer, die ein lieblichen Geruch für mich sein wird, diese einzige Opfer, die mir gefallen wird, muss aufs Holz sein. Muss aufs Holz gebrannt sein. Halleluja. Die haben das Blut um den Altar gesprengt. Das habe ich Mittwoch gesagt, aber ich finde das so ein wichtiger Punkt. Als Jesus am Kreuz starb, sein Blut lief runter am Kreuz. War nicht 10 Meter entfernt. War um das Kreuz rum. Alle die Opfer, wo so Blut war, die haben das um das Kreuz ausgegossen. Ums Kreuz, um den Altar ausgegossen. Wieder als Bild für Jesus. Diese Opfer, diese Brandopfer, noch ein Grund warum. Wir denken, dass es nicht um hauptsächlich Sünde ging, um die Sünde zu sühnen. Übrigens, Sünde bedeutet zu bedecken. Diese Tieropfer, die könnten die Schuld vorübergehend bedecken. Das ist auch dasselbe Wort für die Deckel von dem Gnadenthron in der Stiftshütte, wo Gott saß. Genau dasselbe Wort, Hystelion, zu bedecken, wo das Blut gebracht worden ist. Und die Sünde, ich habe es nicht aufgeschlagen auf Deutsch, ich hoffe, dass ich das richtige Wort habe, ist zu bedecken wie Tar. Ist Tar ein deutsches Wort? Tar überzustreichen. Ja. Teer überzustreichen. Das Blut Jesus hat zugedeckt und bedeckt unsere Schuld. Wie Teer. Nichts kommt durch. Halleluja. Also, die Eingeweide, die würden auch gewaschen, haben wir gelesen. Und das ist auch einfach ein Bild, dass diese Opfer total rein sein musste, weil Jesus total rein war, auch in die tiefste Eingeweide und die Nieren, wo das Sitz der Gefühle ist. So. Diese Opfer ist die einzige Opfer, die gebrannt worden ist im Vorhof vor die Stiftshütte. Die Sündopfer wurde außerhalb der Lage verbrannt, weil es um Sünde ging und Jesus starb. Ich greife ein bisschen vor, aber wir haben das Mittwoch gesagt auch. Jesus starb außerhalb Jerusalem. Ich gehe mehr darauf ein, wenn wir um dieses Sündopfer reden. Aber das Brandopfer würde vor die Stiftshütte, vor die Eingangstür, wo der Altar stand, völlig verbrannt. Warum? Weil es nicht eine Sünde für Sünde war. Weil es ein Wohlgeruch zu Gott sein soll. Für Gott. Nur ausschließlich für Gott. Weil nur Jesus hat gesagt, ich tue dein Wille. Du willst kein Brandopfer. Du willst mich. Und jetzt, das war echt ein schöner Überraschung. Warte mal, ich gucke, ob ich was vergessen habe. Die hebräische Wort, diese Opfer soll voll verbrannt werden, weil, wir haben das Mittwoch gesagt, diese Brand, ein Opfer heißt hochzuheben, zu erheben und hoch zu Gott zu steigen. Deswegen haben sie es gebrannt, haben wir gesagt, weil es zu Gott hochging. Das war auch so bildlich. Ja, natürlich nicht bildlich, aber bildlich. Und Jesus, oh, das fiel mir gerade ein, als Jesus von den Toten auferstanden ist, was hat er gemacht? Er ist zum Himmel gegangen, zum Vater, als vollkommener Opfer mit seinem Blut. Er ging auch hoch, aber nicht aus Rauch, aus der Herr der Herren, König aller König, der da war und ist und ewig sein wird, der den Tod besiegt, der Teufel besiegt hat. Halleluja. Er ist hochgegangen. Aber dieses Wort hier für verbrannt, für, wo wir lesen, diese Brandopfer wird verbrannt, das ist dasselbe Wort. Wo habe ich? Ja, das muss ich schon lesen.
bezeichnet Weihrauch oder Weihrauch verbrennen. Gibt ein paar Stellen, wo man das lesen kann, wir werden ihn nicht lesen. 2. Mose 30, Vers 1 wird dieses hebräische Wort benutzt. Psalm 66, 15, Jeremia 44, 21, Hohelied 3, 4. Es geht um Weihrauch. Weihrauch brennen. Weil diese Brandopfer soll ein liebliches Geruch für Gott sein. Seht ihr, das ist wieder, dieses hebräische Wort zeigt, das ist nicht ein Sündopfer. Ein Sündopfer ist kein liebliches Geruch für Gott gewesen. Steht auch nicht in die Sündopfer da. Oder auch die Schuldopfer. Da steht nicht, dass diese Opfer ein lieblicher Geruch für Gott ist. Diese Opfer haben die Zorn Gottes auf sich gehabt. Die haben die Hässlichkeit, die Schrecklichkeit, die Abartigkeit von Sünde gezeigt. Das war kein Wohlgeruch. Aber diese Opfer, wo Jesus sagte, ich tue dein Willen, ich gebe mich zu dir hin, weil ich dich liebe. Das war ein Wohlgeruch Gottes. Und dieses hebräische Wort ist hier benutzt. Wie Weihrauch. Die aus Weihrauch riecht gut, ne? Ist angenehm. So war Jesus. Und wenn wir von den anderen Opfer lesen, wo verbrannt worden sind, ist ein ganz anderes hebräisches Wort. Was heißt brennen, ne? Wie man Holz brennt. Ein ganz anderes Wort. Halleluja. Wie wissen wir, dass wir in Gott angenommen sind? Wie wissen wir, dass wir Jesu Gerechtigkeit haben? Wie wissen wir, dass Jesus unsere Heiligkeit ist? Natürlich durch das Blut Jesus, aber auch durch den Brandopfer. Wir wissen, weil Jesus wurde von Gott aus der höchste, vollkommenste Brandopfer akzeptiert. Ein für alle Mal. Er müsste nicht wieder geopfert werden, wie für alles anderes. Das heißt, wir sind sicher. Oh, wie kann man das sagen? Die Schwerpunkt war, das Opfer muss von Gott angenommen werden. Alles andere zählt nicht. Gott ein Opfer nicht annehmen könnte und wollte, dann hätte man Milliarden Opfer bringen können, haben sie auch. Aber Jesus ist das Opferlamm, das Opfer, Brandopfer, das Gott angenommen hat, für uns, an unserer Stelle. Also, das habe ich fast vergessen. Ich habe mein Leben lang gedacht, Jesus liebt mich, Jesus ist zum Kreuz gegangen, weil er mich liebt. Auch so. Wir lesen in Offenbarung 1, 4, der uns geliebt hat und uns gewaschen hat mit sein eigenes Blut. Aber es gibt etwas noch tieferes, noch wichtiger zu erkennen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, weil er Gott liebte. Er ging nicht zum Kreuz zuerst, auf erste Linie, laut die Bibel, wenn du das alles liest. Ich liebe sie so sehr, ich will sie retten. Hat er, steht. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Aber Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat gesagt, du bist das einzige Opfer, das mir wohlgefällig ist. Es ging um Gott. Wir sind so menschenbezogen. In unserer Theologie, auch heute. Gott war, um wem es ging. Nicht uns. Wir sind zeitrangig. Es ging um Gott. Deswegen hat Jesus gesagt, Herr, ich tue dein Wille, ich gehe zum Kreuz. Nicht, weil ich sie so sehr liebe, hat er. Aber das war nicht, was Jesus gebracht hat, dass er zum Kreuz ging, sondern Gott, ich tue dein Wille, ich liebe dich, ich will dein Wille tun. Und das nimmt nichts weg von seiner Liebe für uns. Das befestigt es. Weil wenn Jesus nicht in der Lage gewesen wäre, diese angenommene Opfer, Wohlgeruch Gottes zu sein, wären wir total hoffnungslos verloren. Und es ist alles mit Jesus verbunden. Man muss in Christus sein, Wein, Stock und Rebe. Ich lese Hebräer 10 noch einmal zum Schluss.
ist das klar rübergekommen. Ja. Die ja. Liebe, Gott ist der Objekt. Diese ganze Opfersystem, Hebräer 10 nochmal. Ich muss es wiederholen. Falls jemand hier, ah nein, das ist nicht ganz. Es ist ein kleines andere Perspektive, ein kleiner anderer Blick, als wir normalerweise haben. Die ganze Tieropfer, die waren für Gott. Alle, die waren für Gott. Nicht auf die erste Linie für die Menschen. Warum? Weil Gott heilig ist. Weil Gott uns geschaffen hat. Weil er uns gemacht hat, für seine Ehre, für ihn zu leben. Und der Mensch, wie wir wissen, er ist gesündigt, er ist getrennt von Gott. Und wir können uns nicht als Opfer präsentieren, unser Bestes. Um Gott zufriedenzustellen, um Gott ein Weg zu Gott gemacht werden konnte, mussten diese Opfer sein. Es war für Gott. Ihr könnt noch darüber nachdenken. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Hebräer 10, Vers 9 nochmal. Jesus, dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leib Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Jesus als wohlriechendes, liebliche Opfer, als Brandopfer, hat bewirkt, dass wir geheiligt sind. Nicht, weil wir heilig sind, sondern weil er angenommen worden ist. In Christus. Halleluja. Wir haben das von der Hohepriester. Wenn du das noch nicht gehört hast, höre die Predigt von Jesus als unser Hohepriester an. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer vollendet, welche geheiligt werden. Unsere Heiligung ist in Jesus. Ich brauche das immer wieder zu wissen. So, deswegen wiederhole ich das immer wieder. Gott möchte, dass wir heilig leben. Wir sollen. Es ist ein Prozess, diese Heiligung. Aber diese Stellung vor Gott ist in Jesus, sobald wir wiedergeboren sind. Und er sagt, diese Opfer Jesus war ein für alle Mal, dass wir geheiligt sind in ihm. Unsere Sicherheit ist in Jesus, weil er sich Gott präsentiert hat. Ich finde es nicht wieder, aber die Stelle, wo es steht, dass er wirklich, also Kapitel 9, Vers 14 zum Schluss. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Wissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wenn wir wirklich glauben, vertrauen, was Jesus für uns getan hat, auch als Brandopfer, ganz, ganz, ganz für Gott, dass wir wissen, wir sind angenommen in ihn. In Kolosser steht, wir sind in ihn. Die Fülle ist in ihm, wir sind in ihm vollkommen. Aus seinem Leib. Wenn du wiedergeboren bist, du bist ein Teil Leib Christi. Es ist nicht, dass Gott sagt, ja, der Kopf ist vergeben und heilig, aber nicht die Arme, die Füße. Es ist ein Ganzheit. Okay. Halleluja. In Christus. Und er sagt, du kannst ein ruhiges Gewissen haben, nicht weil wir alles richtig machen, sondern weil er angenommen ist als Brandopfer und auch dann später als Sühneopfer, ist auch ein anderer Aspekt, Perspektive. Und was ist die Ergebnis? Ja, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich Spaß habe, dass ich mich genießen kann, jetzt ist Sommer. Na, Gott möchte schon, dass wir gute Zeit haben. Er hat uns gute Dinge gegeben, um zu genießen. Aber er sagte, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wir sind geschaffen für ihn. Ihn zu dienen, ihn zu verherrlichen.
Oh, ich habe noch einen Punkt. Ich überlege, ob ich das doch schnell hier reingebe. Ich glaube, dass es wichtig ist. Wisst ihr, dass Jesus hat immer gesagt, ich tue die Wille des Vaters immer. Er hat immer Gottes Wille getan. Warum? Weil er Gott liebte. Nicht, dass er Pluspunkte bekommen wollte. Weil er Gott liebte. Nur weil er Gott liebte. Und in der Bibel, wenn du ein Studium, habe ich vor Jahren, ungefähr 15, 20 Jahre gemacht, ich war so baff. Mach ein Studium, über was die Bibel im Alten Bund sowie Neuen sagt, über Gehorsam. Jesus hat gesagt in Johannes, wenn du mich liebst, du wirst meine Gebote halten. Gehorsam zu Gott ist untrennbar mit Liebe für Gott. Wenn wir Gott lieben, wenn wir Jesus lieben, wir werden ihm gehorsam sein. Nicht, dass wir vollkommen sind. Aber das ist keine Entschuldigung. Wir hören das überall auf Alexanderplatz. Ja, ja, keiner ist vollkommen. Ja, aber das ist nicht ein Ausrede. Wie schlimm ist unsere Sünde? Dann schau das Kreuz an. Wie ernsthaft Gott unser Ungehorsam, bewusst Ungehorsam nimmt. Und dann, das müssen wir aufschreiben. Vierte Mose. Ich bin es nicht, aber ich weiß, was es ist. Vierte Mose. Es geht darum, habe ich Mittwoch kurz erwähnt, da waren eigentlich Sünden, wo man kein Opfer dafür hatte, sondern die man bewusst begangen ist, die man sagte, ich bin ungehorsam, bewusst. Okay, ich muss es auf Englisch machen. Es steht da, dass das Volk, die bewusst ungehorsam waren, die bewusst gesündigt haben gegen Gott, dass sie sein Wort verachtet haben. Sie haben sein Wort verachtet. Gottes Wort, die Bibel. Was er sagt, wie wir leben sollen. Was er gesagt hat, das sind Worte Gottes. Und wenn jemand bewusst und rebellisch sündigt, egal in welchem Bereich, man verachtet das Wort Gottes. Wenn man, das muss man einfach ein bisschen nachdenken. Was ist befolgt? Okay, Vers 30. Kapitel 15, Vers 30. Wenn aber eine Seele vorsätzlich handelt, es sei ein Eingemischter oder ein Fremdling, so lästet sie den Herrn. Eine solche Seele soll ausgerottet werden mitten aus ihrem Volk. Denn sie hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen. Eine solche Seele soll unbedingt ausgerottet werden. Ihre Schuld ist auf ihr. Vorsätzlich Gott ungehorsam zu sein, ist ernsthaft. Und er sagt, letztendlich, was man macht, ist, man verachtet Gott und sein Wort. Und das stellt die Sünde auf eine ganz andere Perspektive und Ebene. Wir werden sündigen, wir stolpern. Aber wenn man richtig vorsätzlich, und das wird nur Gott beurteilen, richtig. Aber wenn jemand vorsätzlich, er sagte, sie verachten Gottes Wort. Gehorsam zu Gott und sein Wort und Liebe zu Gott ist untrennbar. Deswegen ist Jesus der, das Opfer, der angenommen worden ist. Weil er Gott liebte über alles und deswegen gehorsam war. Aus Liebe. Und das ist unser Motiv. Aus Liebe zu Gott. Aus Liebe, aus Dankbarkeit wollen wir Jesus dienen, wollen wir ihm folgen. Lass uns beten. Herr, danke. Danke für Jesus, unser Brandopfer. Danke, Herr, dass
dass du so gnädig bist, Herr. Du hast Jesus gegeben. Jesus hat sich selbst dahin gegeben, Herr, für uns. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, dass wir wissen, Jesus ist diese wohlriechende Opfer, die wie Weihrauch aufgestiegen ist zu dir, Herr. Und dadurch wissen wir sind bei dir angenommen. Wir sind sicher, nicht weil wir es verdienen, sondern weil Jesus angenommen ist als unser Brandopfer, Herr. Hilf einfach, dass das in uns wirkt, dass jeder ein so das mehr verstehen kann, hier, wo es braucht. Vater, wir lieben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Jesus, danke. Danke, Jesus. Danke, Vater. Hilf uns, dieses Herz der Eifer für dich zu haben, der richtige Eifer, die Jesus hat. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, stärkst, hilfst. In Jesu Namen.